Lisa Frankenstein. Und die spannende Frage, was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Den Ansatz des Films würde ich wie folgt vergleichen. Man geht mit einem Tablett an einem üppigen Buffet vorbei und man tut sich all die Dinge, die man mag, da drauf. Dann hat man da zwar innerhalb oder auf diesem Tablett nur Sachen, die man richtig toll findet, aber das heißt ja nicht, dass die dann miteinander harmonieren müssen. Und wenn da der, keine Ahnung, der Vanillepudding neben dem Lachshäppchen liegt. Und ja, so ungefähr ist der Film, der eine ganze Menge Zeugs enthält, das aber nicht stimmig zu einem Ganzen geht. Wir sind Ende der 80er Jahre und unsere Hauptfigur ist eben Lisa. Die hat 2 Jahre vor Beginn der Handlung ein schweres traumatisches Erlebnis gehabt, ist seitdem relativ introvertiert, zieht sich aus der Welt zurück, lebt mittlerweile mit dem Vater bei einer bösen Stiefmutter, hat aber die dortige Tochter als beste Freundin und in ihrer Freizeit geht sie am liebsten auf einen Friedhof, um am Grab eines fremden Jungen sich zurückzuziehen. Nachts schlägt dann der Blitz in eben dieses Grab ein. Der dort Begrabene steht auf einmal als Untoter in Lisas Schlafzimmer und damit beginnen ganz viele Handlungen. Der Film hat einen schönen Look, der spielt Ende der 80er und sieht auch aus, als wäre er dort gedreht worden. Es gibt entsprechende Referenzfilme. Wir haben aber jetzt hier Handlungen wie: Der Untote hat Mängel, also ihm fehlen Körperteile, die müssen besorgt werden. Es gibt genug böse Leute in Lisas Umfeld, die waren zu ihr nämlich schon vorher fies, die jetzt entsprechend dran glauben müssen. Es gibt dann eben so dieses entsprechende schwarzhumorige, wo Lisa und der Untote Frankenstein, steht auf seinem Grabstein, eben anfangen, die entsprechenden Leute zu suchen und die Körperteile aneinander zu reihen. Ebenso gibt es eine kleine Love-Story, weil Lisa in einen Jungen aus ihrer Schule verknallt ist. Die Konsequenzen ihrer Taten muss sie allerdings auch verheimlichen. Und ja, es ist das auch innige Verhältnis zwischen ihr und dem Untoten. Und da sind noch 2, 3 andere Handlungen oder Prozesse, und die treffen ja alle aufeinander. Was mich in dem Film so komplett verstört hat, ist, die Hauptfigur begeht relativ schnell, schreitet sie über eine Grenze. Das spoilere ich insofern nicht, weil der Trailer es schon gespoilert hat, dass auch Lisa bereit ist, für ihre Ziele Morde zu begehen und auch an Menschen in ihrem Umfeld, die es gar nicht so böse mit ihr meinten, beziehungsweise deren Ableben auf andere Menschen starke Auswirkungen hat. Und das verprellt mir die Figur, weil sie eigentlich als sympathisch, so ein bisschen eigen und ein bisschen unkonventionell gezeichnet wird. Und das ist eine schöne Hauptfigur. Wenn sie aber dann über diese Linie schreitet, und das macht sie relativ schnell im Film, kann ich dem Film nicht mehr so einwandfrei folgen. Vor allem, wenn Nebenfiguren, die es eigentlich wirklich nur lieb mit ihr gemeint haben, dann dafür den Deckel kriegen. Die Figur, die Kreatur, wie auch immer, das ist Cole Sprouse, der macht das gut. Ich verstehe es, aber ich habe auch den Eindruck, dass man sich da so ein bisschen an Edward mit den Scherenhänden oder sonstigen Johnny Depp-Rollen orientiert hat. Ich will nicht sagen, dass der so gut ist wie Johnny Depp, aber irgendwie ist die Optik dann doch ganz daraus beeinflusst. Und hier ist eben der Punkt, den ich eben mit dem Tablett und den vielen Sachen, die man da drauf setzt, meinte. Es ist ein bisschen 80er-Jahre-Gruselfilm oder Teenie-Slasher auch. Es ist eine Frankenstein-Story. Es ist eine Love-Story. Irgendwo ist es auch Drama, schwarze Komödie. Es gibt einen Film, das ist für mich einer der besten aller Zeiten, an den hat er mich sehr stark erinnert. Das ist Heathers mit Christian Slater und Winona Ryder. Und irgendwie ist hier die Thematik grundsätzlich etwas ähnlich. Aber ich rede jetzt hier kreuz und quer und wirr durcheinander, weil ich einfach nicht auf einen klaren Punkt komme und mich der Film restlos verstört hat, weil er einerseits witzig ist, ein bisschen traurig, ein bisschen Horror drin ist, einiges an Gewalt, sehr makaber und all das nicht in einen stimmigen Gesamtfilm mündet, sondern es gibt mal die krasse Mordszene, es gibt mal was Lustiges, es gibt mal was Romantisches, es gibt mal was Makaberes, aber am Ende kein Film, der das alles solide hintereinander packt oder tonal auch irgendwie verbindet, sondern irgendwie, als würde man durch mehrere Filme seppen, und das ist ein leider sehr ungleiches Resultat. Von mir gibt es 2 von 5 Punkten und ich finde es schade, weil ich Catherine Newton eigentlich sehr gerne sehe und in dem Film auch allein an dem Look, da stimmt so viel und deswegen, es wäre jetzt einfach zu sagen, was für ein schlechter Film, aber es ist schade, weil man merkt, da war viel Potenzial.
Wie seht ihr das? Habt ihr den Film gesehen? Ich hoffe, damit ihr irgendwas mir dazu sagen könntet. Mochtet ihr ihn oder ist das absolut nichts für euch? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.